Gil hat gefragt, ob Sie mal vorbeikommen können. Gil? Dann gehen wir mal zu Gil. Sophie? Ich arbeite zusammen mit Vetra an der Beschaffung von Prothesengel und den anderen Dingen, über die wir gesprochen haben. Ein Bericht von der Nexus. Die Bevölkerung wächst, da immer mehr Leute geweckt werden. Viele Siedler warten auf eine neue Heimat. Bradley wird mehr Hilfe bekommen, als er verkraften kann. Ja, sie müssten schon bald mit der Aussaat beginnen können. Ich bin mir nie sicher, ob ich sie genug gieße. Oder vielleicht zu viel? Ich bin auf einem kleinen Frachter aufgewachsen und kannte Gärten nur aus Videos. Aber ich habe sie schon immer geliebt. Ich habe davon geträumt, einen großen Rosengarten anzulegen, wenn wir erst hier sind. Manchmal stelle ich es mir immer noch vor. Rosen in Helios. Unter dieser Uniform verbirgt sich also ein Herz so zart wie Rosenblüten. Darunter verbirgt sich vieles, mein Freund. Hat denn der große, böse Pathfinder auch eine Schwäche? Wenn, dann nur für jemand ganz Besonderen. Gut zu wissen. Wir alle suchen nach etwas Besonderem. Ich brauchte einen neuen Traum, nachdem ich die Asari-Elite-Einheit verlassen hatte. Oder, genauer gesagt, von meiner Mentorin Nisira fortgeschickt wurde. Wieso hat sie das getan? Sie sagte nur, die Initiative passt besser zu ihnen. Ich war gerne eine Jägerin, aber sie ließ sich nicht umstimmen. Das klingt, als wäre ihr wichtiger gewesen, was gut für sie ist, als was sie wollten. Zurückgewiesen zu werden, war nicht gut für mich. Aber es war nichts Neues für mich. Wenn deine Biotik zu einer Waffe mit Jägerinnen-Niveau gemacht wird, reagieren viele komisch darauf. Die Initiative wirkte auf mich besser. Auch wenn mir unklar war, wie ich in ihre schöne neue Galaxie passte. Ich hab nie irgendwo reingepasst. Dann bin ich einem Spinner namens Ryder begegnet. Er sprach über die Reise nach Andromeda, als wollte er einem eine neue Sichtweise auf sie vermitteln. Was an dieser Vision hat sie dazu gebracht, den Schritt zu wagen? Eine Zivilisation, in der jeder einen Platz hat, sogar KIs. Oder eine übermäßig starke menschliche Biotikerin. Ihr Vater hat gesagt, anders sein ist okay. Stellen Sie sich jetzt vor, dass Sie willkommen sind und dafür sorgen, dass das bei anderen auch so ist. Ich konnte mit 13 schon Stahlträger verbiegen. Durch ihn habe ich mich gefragt, wie es gewesen wäre, wenn jemand zu mir gesagt hätte, das ist okay. Er gab Ihnen einen Traum, auf den Sie hinarbeiten konnten. Darin war er wirklich gut. Wer will nicht irgendwo dazugehören? Vor allem zu so etwas wie der Initiative. Also habe ich in der Initiative mein Bestes gegeben. Ich habe immer an die kleine Nische gedacht, die ich haben wollte. Einen eigenen Rosengarten. Ich dachte, ich wüsste, was aus mir werden würde. Es geht also darum, dass Sie nicht Pathfinder geworden sind? Ich dachte nicht, dass es immer noch wehtut. Nisira, Ihr Vater, meine Eltern. Sie gehen und lassen mich ohne Antworten zurück. Ohne Platz im Leben. Das ist schlimm, aber es ist nun mal passiert. Sie müssen sich jetzt voll auf die Mission konzentrieren. Das tue ich immer. Aber ich bin auch ein Mensch. Ich brauche Zeit, um damit fertig zu werden. Und wenn diese Relikt-Technologie hält, was sie verspricht, bekomme ich vielleicht eines Tages auch meine Rosen. Ja. Da war die Ärztin ja drin. Vetra, ich habe gehört, dieser Witzbold hat Sie auch beim Pokern geschlagen. Wo haben Sie das gehört? Ein kleiner Brody hat's ihr gezwitschert. Ein schadenfroher Brody. Es war knapp. Sie haben besser gespielt als Drag. Aber das heißt nicht viel. Vorsicht. Vergessen Sie ihn. Wir sollten alle zusammen spielen, um zu trainieren. Und dann machen wir ihn fertig. Das ist gut. Hey, Costa, sind Sie dabei? Nein, danke. Ich brauche meine Creds. Und meine Klamotten. Und beide Nieren.
Sie schon wieder. Wollen Sie noch mehr über die Blockhütte aus meiner Kindheit erfahren? Okay, Sie sind erlöst, Phoebe. Viel Glück mit Ihrem Projekt. Danke. Und schauen Sie mal wieder vorbei. Jetzt müsste man nur noch wissen, wo die Radiokapseln sind. Prodromos. Prodromos. Klingt gut, oder? Wir haben angefangen, Pathfinder. Ein neues Leben. Das ist großartig, verdammt! Wie sind Sie eigentlich hier gelandet? Erzählen Sie mir von sich. Okay, ich war ein schlechter Schüler, ein lausiger Polizist und ein guter Krisenhelfer. Hatte ein gutes Leben, aber das war mal. Ich wollte nicht neu anfangen, sondern groß rauskommen. Sie waren erst Polizist und dann bei den Spezialeinheiten. Aber beides nicht sehr lange, was? Für Jura fehlte mir die Geduld, also habe ich es als Polizist versucht. Vater wusste gleich, das wird nichts. Aber so kam ich zu Hassel. Die nehmen eigentlich nur Veteranen und Ex-Soldaten. Das waren die besten Jahre meines Lebens. Sie haben Ihren Platz gefunden. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Das war mir klar. Und es hat mich glücklich gemacht. So bin ich hier gelandet. Erzählen Sie mir von Ihrer Familie. Sie fehlt mir. In manchen Nächten weint man eben, oder? Tun das nicht alle? Mutter Joelle, Vater Kelvin, beide Anwälte, haben sich auf der Citadel kennengelernt und auf der Erde niedergelassen. Keine Brüder oder Schwestern. Das wäre auch zu viel gewesen. Alles ganz traditionell. Was ist mit Ihnen? Traditionell ist ein seltsames Wort für Familie. Wie normal. Was soll das denn heißen? Ich schätze, Sie haben recht. Ich hab's wohl nicht so mit Traditionen. Ich habe mich von meinen Eltern verabschiedet und bin nach Andromeda geflogen. Reden wir später weiter. Alles klar. Pathfinder nicht zu viel Ärger. Ach, Rushan. Mit wem haben Sie geredet? Cash, Nexus-Stationsleiterin. Sie glaubt, sie kann mich rumkommandieren, nur weil sie meine Enkelin ist. Kein Ärger klingt gut. Wie wär's, wenn wir uns daran halten? Cash sagte, nicht zu viel Ärger, Kleiner, nicht kein Ärger. Die Cats sorgen schon dafür, dass es immer irgendwo Ärger gibt. Das ist nicht gerade beruhigend. Das Leben hier draußen ist beunruhigend, aber daran gewöhnen Sie sich schon noch. Ist das alles, was Sie mitgebracht haben? Wenn die Vorräte knapp sind und man auf sich allein gestellt ist, lernt man, mit wenig auszukommen, ja. Ihre Leute müssen doch gewusst haben, was sie erwartet, als sie die Nexus verlassen haben. Klar, aber wir hatten auch nicht sonderlich viele Optionen. Nach der Meuterei hatten wir die Wahl, vor Tan zu kuschen oder unsere eigene Kolonie zu gründen. Die Entscheidung war einfach, trotz der Konsequenzen. Nicht alle Kroganer haben die Nexus verlassen. Ihre Enkelin ist geblieben. Ja, zum Glück. Ohne meine Rushan gäbe es vermutlich gar keine Station mehr, an der sie mit ihrem Schiff anlegen könnten. Und was mich angeht, ich bin hier draußen deutlich besser aufgehoben. Hier gibt's wenigstens immer was, worauf ich schießen kann.
Mit den Kroganern wäre auf der Nexus vieles anders gelaufen. Wenn wir unter diesen Umständen geblieben wären, hätte das nur zu einer weiteren Meuterei geführt. Hier draußen haben wir viel bessere Chancen, etwas Ordentliches hinzukriegen. Dagegen lässt sich nichts sagen. Jo, wo sind die Kapseln? Hallo Scott, EOS war eine Lektion zum Thema Kontrast. An Alec Ryder wurde fast nie gezweifelt. Seine Errungenschaften wurden für selbstverständlich gehalten. Aber sie waren trotz Zweifel und Angst auf EOS erfolgreich. Emotional ist der Unterschied ungefähr damit vergleichbar, ob man einen Ball fängt oder einen Stern. Sie sind daran gewachsen. Und ich auch. Dir wird bei unserer Zusammenarbeit auffallen, dass ich gerne hin und wieder einen Scherz mache. Zur Auflockerung. Wie sieht's mit deinem Sinn für Humor aus, Sam? Alec Ryder hat mich ermutigt, diese Fähigkeit zu entwickeln. Humor ist keine Fähigkeit, sondern... Okay, erzähl mir einen Witz. Will ein Neutron in eine Disco, sagt der Türsteher, heute nur für geladene Gäste. Ich kann verstehen, warum Dad dir gesagt hat, dass du an deinem Humor noch arbeiten sollst. Wie hat Dad das mit mir und Sarah beurteilt? Er hat geglaubt, dass die Familienkrisen sie näher zusammengebracht haben und hat gehofft, das würde so bleiben. Anscheinend war diese Hoffnung wohl begründet. Sam, gibt es weitere Informationen über den Erinnerungsauslöser, den wir gefunden haben? Die Erinnerungsblocks sind immer noch vorhanden. Wenn Sie weitere Auslöser finden, werden sie möglicherweise freigeschaltet. Bist du noch auf der Hyperion? Ja. Dieses Terminal liefert eine direkte Verbindung zu meinen Servern im SAM-Kern auf der Arche. Ich kann eine Präsenz auf der Tempest mittels Quantenverknüpfungskommunikation aufrechterhalten. Das erweist sich bestimmt als nützlich. Sie gewährleistet meinen ständigen Kontakt mit Ihnen und dem Pathfinder-Team. Ist es verwirrend, an mehreren Orten zu sein und mit verschiedenen Leuten zu sprechen? Mein Bewusstsein lässt sich partitionieren. Ich kann Ihnen also dieselbe Aufmerksamkeit gewähren wie zum Beispiel einem Techniker im SAM-Kern. Im Einsatz sind Sie mein Primärfokus und alle anderen Anfragen kommen in eine Warteschlange. Umgangssprachlich haben Sie meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Danke, Sam. Das genügt. Diese Reliktgewölbe, all diese Geheimnisse. Irgendwann muss ich auch mal eines erkunden. Stellen Sie sich mal vor, wie es wäre, durch eines hindurchzufliegen. Das wäre eine echte Herausforderung.
Kollisionskurs mit unbekannten Objekten. Weichen Sie aus. Sam, kannst Kollision du uns Kollision steht bevor. Voller Halt. Jetzt! Oh, shit. Kettschiffe. Ein Dutzend. Nein, mehr. Sie drücken uns gegen die Geißel. Sie scannen uns, Pathfinder. Dann scan zurück. Wo ist der, der die Relikte aktiviert hat? Seine DNA-Signatur ist dort. Antworte! Ich bin Ryder, Captain dieses Schiffs und Pathfinder der Initiative. Ihr kommt mit mir. Die Steuerung ist blockiert. Sie fliegen uns in ihr Schiff. Worum geht es hier eigentlich? Ich erkläre nicht, was du nicht begreifen kannst. Ryder, in wenigen Sekunden habe ich wieder die Kontrolle über das Schiff. Ich weiß so einiges über die Relikte. Wir sollten uns austauschen. Genug. Dein Widerstand ist naiv und sinnlos. Heute beginnt dein Weg zu wahrer Größe. Sam! Ich habe einen Kurs durch die Geißel berechnet. Los! Bericht! Gegner zerstört. Schäden an den Hecksensoren. Durch die Geißel? Ja. Bring uns hier raus. Ja, es wird eng. Kello? Ja! Gut gemacht. Wer zum Teufel war dieser Typ? Ryder, wir haben hier unten Probleme. Wir brauchen dringend einen Hafen. Toll. Wo sind wir überhaupt gelandet? Sensoren sind beschädigt, aber ich glaube bei den Gewölbekoordinaten. Sie glauben? Gil, tun Sie Ihr Bestes. Wir gehen runter. Wir werden gerufen. Wir müssen landen. Kanal öffnen. Tov Jagalesto. Tov Jagalesto. Wir sind Besucher aus einer anderen Galaxie. Wir kommen in Frieden. Wir haben einen Navpunkt. Dann mal los. Ja. Ha, wow, das ist wunderschön. Wir müssen in dieses Gewölbe. Bitte, Sie wollen doch nicht wirklich alleine da rausgehen. Doch, dieses Mal muss es besser laufen. Ich bin der Pathfinder. Der Erstkontakt ist mein Job. Und unfassbar wichtig, aber hey, kein Druck. Genau das war unser Ziel. Neue Welten, neue Aliens. Wünschen Sie mir Glück. Danke.
Heimdall Goss. Nathan Rohr. Ich bin Paran Shai, Gouverneurin von Aya. Wir sind die Angara. Hallo, ich bin ein Pathfinder der Initiative. Ja, Sie haben den Orkusnebel durchquert. Ich hörte davon, Jol. Ich habe alles im Griff. Ephra sah das Schiff eintreffen und wollte, dass ich mir ein Bild mache. Er ist ein Mensch aus einer anderen Galaxie. Ein Pathfinder. Aya ist verborgen. Geschützt. Was wollen Sie? Wir wussten ehrlich nicht, was wir hier finden würden. Aber ich teile unser Wissen, wenn Sie es auch tun. Ehrlich? Das wäre ein guter Anfang. Ich informiere Ephra. Er erwartet Sie in seinem Büro im Hauptquartier des Widerstandes. Wir sehen uns dort. Ich werde Sie durch unsere Stadt begleiten. Ihre Crew bleibt an Bord. Folgen Sie mir. Bleiben Sie immer in meiner Nähe. Versuchen Sie nicht, die Stadt eigenmächtig zu erkunden oder sich mit jemandem zu unterhalten. Falls es nötig sein sollte, werden Ephras Wachen auch vor Gewaltanwendung nicht zurückschrecken. Verstanden. Darf ich Ihnen denn wenigstens ein paar Fragen stellen? Ja, ich denke, das geht in Ordnung. Gehen Sie weiter. Okay, okay. Ich hätte nicht landen lassen dürfen. Wenn Sie hier die Gouverneurin sind, wieso muss ich mich dann mit diesem Ephra treffen? Er ist der Anführer des Widerstands. Und was macht dieser Widerstand? Er kämpft gegen die Kett und beschützt uns. Was ist los? Die Angara weisen ein ungewöhnlich hohes Maß an elektrostatischer Energie auf. Gouverneurin Shai weiß, was sie tut. Bin ich wirklich so furchteinflößend? Sie sind ein Fremder, der in unser Zuhause eingedrungen ist. Wir wissen nicht das Geringste über Sie. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Dann gehen Sie weiter. Wie hat es uns gefunden? Nicht es, er. Und hör auf, ihn so anzustarren. Kein einziges Exemplar der hiesigen Flora ist in meiner Datenbank verzeichnet. Wir haben ein uns unbekanntes Ökosystem entdeckt. Ihre Stadt ist wirklich wunderschön. Danke. Sie sind der erste Fremde, der Sie zu Gesicht bekommt. Ich fühle mich geehrt. Was passiert, wenn Ephra mich nicht mag? Das wird er nicht. Dennoch müssen Sie sein Vertrauen gewinnen. Er ist dafür verantwortlich, sie alle zu beschützen. Ich weiß, wie das ist. Sie sind ein Anführer. Naja, sagen wir, ich bemühe mich, einer zu sein. Das ist das Hauptquartier des Widerstands. Ephra wartet drinnen auf Sie. Sie sollten Ephra nicht warten lassen. Ja, sie schikanieren dich, Moran. Aber wenn du dich provozieren lässt und rausgeworfen wirst, ist das deine Schuld. Also, ich soll schwach sein? Nein, es heißt, du sollst stark sein. Vertrau auf deinen Verstand und dein Herz. Okay? Hey. Sie ist einfach die Beste im ganzen Widerstand. Ich weiß. Die Erfahrung mit den Cat heißt für uns Misstrauen gegenüber allen Aliens. Wir sind nicht wie Sie. Ich glaube sogar, wir könnten einander helfen.
Den Fehler haben wir bei den Cat gemacht. Als der Archon nach Helios kam, zerstörte er unseren souveränen Staat. Er nahm sich, was er wollte, als wären wir gar nichts. Jetzt verschleppen die Cat gnadenlos Angara. Oft sehen wir unsere Leute nie wieder. Kommen Sie. Ephra wartet. Die Cat entführen Sie? Stehlen Ihre Leute? Und der Widerstand bekämpft sie jeden Tag. Mit allem, was wir haben. Ist das Zermürbung? Was wollen Sie? Sparen Sie sich Ihre Fragen für Ephra. Verdammt, ich gebe Volt nicht auf. Ephra, das ist eines der Aliens aus der Milchstraße. Ein Pathfinder. Pathfinder. Nach Aya zu kommen, ist ein gewagter Schritt. Ich hatte keine Wahl. Eine Menge verzweifelter Leute hofft, dass ich eine Heimat für sie finde, bevor sie verhungern. Ich fühle mit ihnen und ihren Leuten. Pathfinder, egal wie sie uns gefunden haben, warum sind sie hier? Ich habe auf einem unwirtlichen Planeten, den wir Eos nennen, ein uraltes Gewölbe entdeckt und es reaktiviert. Es hat die Umwelt des Planeten stabilisiert. Relikte. Unsere Informationen bestätigen das. Ich vermute, auf Aya gibt es ein Gewölbe, das anders ist. Ich muss dort hinein. Ja, es gibt da draußen ein Gewölbe. Aber der Eingang wurde vor Jahren verschlossen und versteckt. Tut mir echt leid. Die Moschei ist unsere angesehenste Forscherin. Sie kennt das Gewölbe. Aber jetzt haben sie die Cat. Und wir konnten sie nicht retten. Wir haben sie verloren. Es muss anders gehen. Wie kann ich sie überzeugen? Kann ich helfen? Wie arrogant. Ich traue ihnen nicht. Warum sollte ich ihre Hilfe wollen? Natürlich. Ephra, ich glaube, was dieses Alien sagt, ist außergewöhnlich. Die Moschei würde von uns wollen, dass wir diese Chance nutzen. Jor, du redest zu viel. Lass mich das Alien für dich beurteilen. Ich werde deine Augen sein. Geh, wenn du willst. Aber wenn er dich töten will, dann schlag zuerst zu. Ich bin Jor Amadarav und werde sie durch das Gebiet der Angara begleiten. Danke für Ihr Vertrauen. Ich traue Ihnen nicht. Ich kann sie im Schlaf töten. Gut zu wissen. Ich habe meine Analyse von Aya fertiggestellt. Soll ich sie an den Nexus übermitteln? Auf jeden Fall. Handel? Handel. Handel. Ist das eine Frage oder eine Aufforderung? Eine Überlegung. Tauschen Sie Waren und Dienstleistungen? Wie funktioniert Ihr Wirtschaftssystem? Wir bezahlen mit einer Währung, die wir Credits nennen. Sie sind ein abstrakter Gegenwert für die erhaltenen Waren. Die Cat haben uns Geschenke angeboten und merkwürdige Tauschgeschäfte gemacht. Sie haben nie gehandelt. Was sind Ihre Credits wert? Was können wir mit ihnen anfangen? Sie können damit alles bezahlen, was wir verkaufen. Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Was bieten Sie denn an? Ich könnte ein Treffen arrangieren, um ein offizielles Handelsabkommen zwischen uns zu vereinbaren. Zu kompliziert. Vielleicht ein andermal. Natürlich. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja, mein Name ist Zorka. Ich transportiere Fracht zwischen Aya und anderen Welten. Das ist eine gute Arbeit. Und ich bin gut darin. Sie sind hier, um meinem Volk zu helfen? Beweisen Sie es. Ich brauche Hilfe. Einer meiner Lieferanten auf einem anderen Planeten meldet sich nicht mehr. Er hat einige Dinge, die ich brauche.
Es gibt möglicherweise Probleme. Wieso denken Sie, ich könnte Ihnen helfen? Sie haben Aya gefunden. Vielleicht finden Sie auch meinen Lieferanten. Es kann jedenfalls nicht schaden zu fragen. Sie sind einer der wenigen hier, die bereit sind, mir eine Chance zu geben. Ich werde Sie ergreifen. Sie haben ein Schiff. Ich habe den Nav-Punkt meines Lieferanten. Sein Name ist Keldo. Finden Sie ihn und seine Vorräte. Kommen Sie wieder zurück und beweisen Sie dadurch, dass Sie wirklich helfen wollen. Dann handeln wir vielleicht.